Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Gateway to Glimmer. Jo, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen zum Sonnenstrand oder Aquaria oder so. Möchtest du, dass ich dich in eine Welt führe, in der du einen neuen Talisman findest? Nein. Okay, komm zu mir, wenn du mal Hilfe brauchst, eine Welt zu finden, von der du den Talisman noch nicht hast. Ja, ist gut. Jo, wir haben heute den 23.07.2014. Jo. Wir haben heute einen Mittwoch. Und ich nehme Spyro auf. So, nichts Besonderes passiert hier. So. Hurrikus, da haben wir es schon. Und jetzt wie Sonnenstrand? Sonne, Strand, ja. Da können wir aber leider noch nicht alles holen. Leider. Wir können da nicht alles holen. Aber wir versuchen es zumindest. Fast schon wie mein Mr. Turtle. So. Hier hinten ist nichts. Dann hören wir mal, dann lauschen wir mal dem Typen hier. Hi Spyro, wie gut, dass du hier bist. Wenn du diese Babyschildkröten in Sicherheit bringen könntest, wäre ich dir unheimlich dankbar. Jo, ist ja nicht hier in Sicherheit oder so, ne? Nein. Okay. Gut, hier ist nichts weiter. Jetzt müssen wir diese fressende Schildkröte. Ja, nach da vorne auf diese komische, auf dieses Platt da hier so drauf machen, weil dann geht das Tor auf. Und dann müssen wir drauf. Ich glaube, mit Feuer geht es auch. So. Ah, hier kann man sogar auf die drauf springen. Brauchen wir noch gar nicht die Kletternfähigkeit. Oh. Junge! Hallo. Ich möchte gerne auf die Schildkröte drauf. Dankeschön. Nicht! Oh Mann, ich hab gedacht, ihr werdet mich nicht sehen. Fick dich. So. Damals haben mir auch irgendwo die Edelsteine gefehlt und da dachte ich immer, man könnte hier irgendwie raus oder so, dass man das kaputt machen kann, aber dem ist nicht so. Das habe ich dann auch festgestellt. So, alles schön einsammeln hier. Ein Seestern. Ach genau, was ich noch sagen kann, genau. Wir fahren, also meine Oma, mein Opa, meine Mama, mein Papa und Dennis und ich. Wir fahren am Wochenende an die Nordsee. Also meine Eltern fahren morgen schon, also am Donnerstag, und die fahren dann am Montag wieder heim. Und Dennis und ich, wir fahren am Freitag hin und kommen am Sonntag wieder heim. Jo. Und wir werden da, schätze ich mal, wenn das Wetter gut ist, also wenn es nicht zu heiß ist und wenn es nicht regnet, dann den ganzen Tag Geocaching machen. Nicht schlafen. Muss man zweimal treffen. Jo. Also an dem Samstag machen wir das dann. Ganzen Tag. Jo. Bin ich festgestellt, da oben sind nämlich recht viele Caches. Behältnisschen. Ihr habt das kommen, habt ihr gehört. Jo. Und
Und da werden wir uns dann Spaß machen dann. Ja, ist gut. Mr. Turtle. Wie heißen die hier überhaupt? Das habe ich gar nicht geguckt. Die haben auf jeden Fall einen komischen Namen gehabt. Da habe ich was glitzern sehen. Ach, eins, zwei. So. Ja, drauf, dankeschön. Ey, ich habe den doch eindeutig angefackelt. Okay, hier kriegen wir, glaube ich, schon mit dem ersten. Die Wasserwerke haben die meisten unserer Babyschildkröten in Kisten gesperrt. Die Kisten sind unglaublich fest. Mit einem stärkeren Feuerstrahl könntest du sie öffnen und die Schildkröten befreien. 11 Gegner schlagen, um Super Feuer Power Punkt zu aktivieren. Die zwei Pyramiden auf der runden Plattform sind die Power Punkt. Sind die Power Punkt? Die Wasserwerke. Sind der Power Punkt. Ich wollte schon sagen. Konnte ich aber wieder nur nicht lesen. 9 hätten wir jetzt schon. Fehlen noch zwei. Zwei Edelsteine. Ganz viele Edelsteine. Da kommt man bestimmt auch so durch irgendeinen Trick. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen weit weg. Ihr beiden. Hey. Gut, dann machen wir schon mal die ersten Farben. Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Und mit Herzchens. Ich hole mir lieber nochmal neue. Oh! Ich krieg heute nichts geschissen, wisst ihr das? Nochmal einmal hier. Wieder. Da komme ich nicht hin. Komm schon. Hätten wir das schon mal? Da oben sind keine mehr. So, ganz am Anfang war, glaube ich, noch eine. Eine Edelstein noch. Stand da wie viele? 6 Stück oder so? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir wieder zurückdoublen. Ist nämlich noch da oben stand noch eine und dann ist noch eine hinten im letzten Feld, wenn man das so nennen kann. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Entschuldigung. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich habe halt hier so ein kleines Delay drin. Sehr beeindruckend. Nimm dieses heilige Zauberding als Zeichen unserer immerwährenden Dankbarkeit. Und wir kriegen eine Kugel. Der schwebende Fuzzi in seinem Panzer. Falls man das so nennen kann. So. Dann geht's jetzt in den letzten Bereich.
wir hier alles haben. Ja, haben wir. Auch alles. Jetzt sind die oben aber so. Gehen wir mal erstmal kaputt. Hier oben war noch einer. Kann man mir direkt entgegen. Sonst alles. Geht dann aber mehr mit dem, der sagt, ihnen, ja, du musst klettern können. Auf der Spitze der Leiter ist ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Wenn du klettern könntest, könntest du dorthin gelangen und ihn aufhalten. Ratgeber Moppet. Herr Bilbert von Dennis. Okay, machen wir erstmal hier. Gut, haben wir schon. So, und da die Schildkröte immer dahin geht, wo Gras ist, müssen wir die jetzt irgendwie hochkriegen, weil oben ist nämlich auch Gras. Die dreht nämlich sonst immer rum. Und zum Glück kann die nicht hier runterfallen. Wunderbar. Erstmal Edelsteine einsammeln, gucken. Ja, kann hinhauen. Machen wir uns unseren Talisman ab. Danke, junger Drache. Die Babyschildkröten sind hier oben in Sicherheit. Nimm bitte diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Jo. Dankeschön. Mit der kleinen Schildkröte drauf, war ja klar. Und wir verpissen uns wieder. Ich mag das Geräusch von diesem. Voll niedlich! Ganz viele grüne Edelsteine haben wir bekommen. Rückkehr nach Sommerwald. Gut. Dann hätten wir jetzt noch Aquaria. Das wäre das letzte Level. Ich meine, das hieß Aquaria. Na, komm. Aquaria, ja. Ich glaube, da müssen wir nicht klettern können. Meine ich mal nicht. Ich mag das Level nicht. Die merkwürdigen Typen mit den Elektrosticks haben unser Wasser abgelassen. Wir kriegen es nur zurück, wenn jemand den Schalter betätigt, den sie bewachen. Gut. Aber wir machen erstmal die Gegner kaputt. Das ist nämlich so ein bisschen einfacher. Oder durch? Es ist sogar gedacht dafür, dass man da durchläuft. Das ist ja unfassbar. Rein. Das ist ein langes Level. So, dann können wir jetzt den Schalter aktivieren. Auch erstmal alles ohne Wasser.